Wir sind jetzt in Bonn, wir machen das so ähnlich wie in Brügge, da haben wir das Brügge On-Ride gemacht, jetzt machen wir quasi das Bonn On-Ride. Und diesmal gibt es sogar wirklich was zu sagen, weil in Brügge war die Jugendherberge ja voll bis unter das Dach, aber wir waren trotzdem zu zweit rein im Sechserzimmer. Jetzt sind wir vorhin in unser Zimmer rein, wir haben ein Viererzimmer, zu dritt. Und uns ist es am Anfang und gar es nicht, sind ein paar Sachen aufgefallen. Oh ja, das war auf einmal Sachen lang. Wir waren irgendwie der Meinung, eigentlich war ich am Anfang der Meinung, dass Max uns einfach nur trollt und während ich auf dem Klo war und Steffen die Dusche begutachtet hat, irgendwelche Sachen gemacht hat. Ja. Das Problem ist, dann haben wir fremde Bücher gefunden, wir haben fremde Schuhe gefunden, ein Schrank war abgeschlossen. Also im Endeffekt, wir wissen noch nicht, wer oder was es für ein Typ ist, aber wir haben auf alle Fälle einen fremden Typen bei uns im Zimmer. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt unangenehmer für uns ist oder wenn er dann heute Abend zurückkommt und dann schnarchen drei fremde Menschen in seinem Zimmer. Ich weiß es nicht. Wenn sie dem genauso Bescheid gesagt haben wie uns, dass da noch jemand anderes drin schläft, dann wird es heute Abend ein sehr spaßiges Erlebnis. Ich möchte auch übrigens erwähnen, wir stehen morgen früh natürlich pünktlich um 7:45 auf. Das bedeutet, ja, der muss das auch. Das ist nicht mein Problem. Ja, sonst noch was? Nee, wir sind jetzt hier im Brügge. Wir sind jetzt auf Fahrradfahrer. Wir sind nicht in Bonn. Das ist knapp daneben. Wir sind hier in Bonn. Das muss mir auch Stefan zeigen. Ja. Wir sind hier in Bonn. Hier gibt es Fahrradfahrer. Ich habe sowohl Max und Jan in dem One-on-One besiegt, wo sie mich selber daran erinnert haben. Was? Muss ich mal erwähnen. One-on-One. Mike, League of Legends. Schon vor Monaten. Das ist vor mehreren Jahren. Ja. Steffen ist nicht genau. Das ist mir egal. Das ist auch nicht wichtig, ne? Wow. Ich glaube aber so hinter Jan, das sieht man nicht immer. Ja, ich würde sagen, wir machen das dann als wirklich. Nicht, dass es richtig genauso aussieht wie Brügge. Aber wenn er uns vergewaltigt, hier ist ein Arzt. Ja. Wenn er uns vergewaltigen will, dann vergewaltigen wir ihn. An die Busbahn. Wir sind die drei Busketten. Nein! wir verabschieden uns. Wir suchen uns noch einen Supermarkt, damit wir uns ein paar Sachen kaufen können, damit wir fürs Überleben brauchen. Und ja. Jan wird sich so ins Koma trinken, dass er den gar nicht bemerkt hat. Ja, ich glaub's auch. Auch wenn Stefan, er morgen früh um 8 schon wieder fahren muss. Muss auch Stefan morgen fahren, aber das kriegt er nicht. Ich bin Profi. Profi-Fahrer. Zur Not können wir auch hier pennen bei der Seniorenanlage. Stefans Fahrkürze kriegen den Jan nach Castillo für Pudel. Ja, hier. Sehr schön. Wir sind hier direkt neben dem Seniorenheim. Ja, das heißt, wenn es eng wird, da können wir bestimmt fahren. Wenn es so laut stöhnt, weil das mit dem anderen Typen treibt, dann kriegen wir Probleme. Dann werden wir hier ins Josefhaus von Schwestern unserer lieben Frau. Das heißt Maria einsiedeln. Ich finde es sehr interessant, das Josefhaus, da sind nur Schwestern von unserer lieben Frau. Das bedeutet, die Frau hat irgendwie 200 Schwestern, mindestens. Die alle im Josefhaus sich kennen. Oder zwei und das Haus ist einfach nur so. Das waren nur Schwestern an dem Josefhaus. 4 Quadratmeter. Ja, da ist wahrscheinlich auch ein Bruder drin. Aber wir müssen es also wirklich ausmachen, weil ich habe noch ein paar andere Sachen vor, bis wir da vorne sind. Deswegen muss ich es ausmachen. Ja, wir masturbieren. In Schmoken. Was hast du gesagt, Max? Rauchen. So was mache ich nicht, das ist illegal. Genau, vor allem hier in Bonn.